Es wird mal wieder Zeit für ein Top 10 Video und passend zum neuen Flash-Film präsentiere ich euch meine persönliche Top 10 Flash-Schurken, die ich nach bestimmten Kriterien für mich persönlich gerankt habe, um mich besser entscheiden zu können, unter anderem wie viele Auftritte sie hatten, welche Relevanz, Optik, Kräfte oder auch zukünftiges Potenzial. Los geht's mit Platz 10. Den Anfang macht Mick Rowry, besser bekannt als Heatwave. Ursprünglich als Gegner von Captain Cold eingeführt, wurden sie schnell zu Partnern. Mick wurde auf einer Farm außerhalb von Central City geboren und war schon als Kind vom Feuer fasziniert. Diese Faszination wurde zu einer Besessenheit, bis er eines Nachts das Haus seiner Eltern in Brand setzte. Er sah einfach zu, wie die Flammen sein Haus verschlangen, anstatt Hilfe zu holen. Seine Pyromanie ging weiter. Er zündete einen Schulkameraden an und nachdem er eine Stelle als Feuerschlucker beim Zirkus annahm, fackelte er den ganzen Zirkus ab. Schließlich begann er seine Karriere als Krimineller in Central City. Unvermeidlich, dass er dann auch auf The Flash stieß. Er kreierte ein Schutzkostüm aus Asbest und baute einen Flammenwerfer, den er liebevoll Hot Rod nannte, und wurde zu Heatwave. In der New 52 verschmolz seine DNA mit seinem Flammenwerfer und verlieh ihm so die Fähigkeit, Feuer aus seinem eigenen Körper zu projizieren und zu manipulieren. Irgendwie habe ich ein Fable für Charaktere mit Feuerfähigkeiten oder die überhaupt irgendwas mit Feuer machen, deshalb gehört Heatwave auf jeden Fall in diese Top 10, mal abgesehen davon, dass er seit den 60er Jahren ein immer wiederkehrender Flash-Gegner ist. Auf Platz 9 kommt Ramsay Rosso. Er ist ein Wissenschaftler, der an Hämophilie leidet, also eine Blutgeringungskrankheit. Er versucht durch verschiedene Experimente ein Heilmittel zu finden. Durch das Stehlen von Blutproben konnte er seine Forschungen so auf illegale Weise vorantreiben. Blut war für ihn Fluch und Segen zugleich. Blut war der Schlüssel, Blut machte ihn zum Schurken Bloodwork. Er entwickelte die Fähigkeit, sein Fleisch in eine blutähnliche Physiologie umzuwandeln. Er kann Blut kontrollieren, Blut erstarren lassen und sogar zum Brennen bringen. Er kann aber auch Blut erzeugen und daraus Konstrukte in zum Beispiel Ranken verwandeln, die sich ausbreiten und sich von ihrer Umgebung ernähren können. Er ist zwar ein relativ neuer Charakter, aber wie ich persönlich finde, hat er ein enormes Schurkenpotenzial. Seine Fähigkeiten und sein Design sind auf jeden Fall mal was Neues, was mich beim Lesen irgendwie auch gecatcht hat, deshalb würde ich mich über mehr Auftritte von Bloodwork freuen. Als nächstes kommt Reverse Flash Daniel West, Bruder von Iris West und Vater von Wallace West, dem aktuellen Kid Flash. Daniel bekam seine Kräfte während der Invasion von Gorilla Grodd in Central City. Als er sich auf der Flucht befand, wurde er in einem Unfall mit einem explodierenden Zug verwickelt. Dieser wurde angetrieben durch Dr. Ilias Speedforce Batterie. Durch diesen Unfall erlang er die Gabe, die Zeit zurückdrehen zu können. Die Trümmer der Bahn hafteten an ihn und ihre Energie verband ihn mit der Speedforce. Er ist halt ein anderer Typ von Speedstar. Seine Besonderheit ist auch, dass er die Speedforce von anderen Speedforce-Nutzern absorbieren kann und somit die Zeit rückwärts bewegen kann bzw. größere Zeitsprünge in die Vergangenheit machen kann. Besonders sein metallisches, schwarz-rotes Design fand ich schon damals so wie heute einfach mega nice. Ob DC ihn nochmal von den Toten holen wird, lassen wir uns doch einfach überraschen. Der nächste Boy ist der gute alte Savitar. Dieser war ursprünglich ein Pilot während des Kalten Krieges. Als er beim Testen eines Kampfjets die Höchstgeschwindigkeit erreichte, wurde er, wie sollte es auch anders sein, von einem Blitz getroffen. Er stürzte mitten im feindlichen Gebiet ab. Als er bemerkte, dass er seinen Feind mit Leichtigkeit besiegen konnte, indem er sich mit Supergeschwindigkeit bewegte, wurde er besessen nach dieser Macht. Er benannte sich nach dem hinduistischen Gott der Bewegung Savitar. Er widmete sein Leben den Geheimnissen der Speedforce und dessen Entschlüsselung. Savitars Besessenheit gewann Anhänger und er wurde zum Anführer einer Sekte, den Thunderbolt Agents. Er hat die besondere Fähigkeit, dass er auch anderen Gegenständen oder anderen Personen Speedforce-Energie verleihen kann, was natürlich die gesamte Sekte zu einer ernsthaften Bedrohung für die Flash-Family machte. Savitar und seine Anhänger bekamen es mit Wally West als Flash zu tun, Max Mercury, sein Schützling Impulse, Johnny und Jesse Quick. Das passierte in Dead Heat, eine super sechsteilige Geschichte,
Gesicht, die den Mythos von Savitar ins Leben gerufen hat. Auch wenn er nicht mega viele Auftritte hatte, ist er ein sehr starker Flash-Schurke, der die Flash-Family in ernste Schwierigkeiten brachte. Außerdem war er der Verantwortliche für die Sanctuary-Katastrophe im Event Heroes in Crisis. Gehört zu den tödlichsten, bekanntesten und intelligentesten Flash-Schurken Gorilla Grodd. Bereits seit 1959 macht er Flash das Leben schwer. Er ist einer der konstantesten Flash-Schurken. Er stammt aus einer versteckten Stadt in Afrika, Gorilla City. Er ist gekommen, um den größten Geist der Welt zu finden, um so das Geheimnis der Gedankenkontrolle zu lernen. Somit könnte er die Armeen von Gorilla City kontrollieren und wäre so seinem Ziel, die Welt zu erobern, ein Stückchen näher. Mit den Jahren hat er verschiedene Interpretationen gehabt und seine Gedankenkontrolle Kontrollfähigkeit ist mittlerweile ein Gorilla Grodd Starterpaket. Durch Grodds weitreichende Macht, Einfluss und Armee ist er auch eine globale Bedrohung, weswegen manchmal nicht nur Flash ausreicht, um ihn zu stoppen. Wer eine nice Gorilla Grodd Story lesen will, dem kann ich den New 52 Flash Run empfehlen. Das ist meine Lieblings-Grodd-Interpretation, ein abgefuckter, skrupellos und exzellent in Szene gesetzter Gorilla Grodd. Auch im Rebirth Run brachte er Barry Allen an den Rand der Verzweiflung. Grodd nutzte unter anderem seine Telepathie, um Barrys Freunde und Speedstars zu manipulieren. Was ist schon schlimmer, als gegen seine engsten Freunde und Familie zu kämpfen? Grodd machte sich das ohne Skrupel zu nutzen, um Flash zu besiegen, Central City einzunehmen und die Weltherrschaft anzustreben. Gorilla Grodd, ein mächtiger Gegner, der Flash auch noch in 100 Jahren jagen wird. Auf Platz 5 ist einer der ehrenvollsten und loyalsten Schurken. Die Rede ist natürlich vom eisigen Captain Cold. Leonard Snart wuchs in schwierigen Verhältnissen auf. Sein Vater missbrauchte ihn und als sein letzter Halt sein Großvater starb, begann er seine kriminelle Karriere. Beim Raubüberfall wurde er und seine Diebesbande von The Flash Barry Allen aufgehalten. Seit dem Tag schwor sich Snart, einen Weg zu finden, Flash aufzuhalten. Er las in der Zeitung von einer Theorie, dass die Energieemission eines Zyklotrons die Geschwindigkeit beeinträchtigen könnte. Er entwarf eine Waffe und brach in ein Labor ein, um dort seine Waffe aufzuladen. Als er fertig war, wurde er jedoch von einem Wachmann überrascht, drückte versehentlich ab und stellte fest, dass die Waffe die Feuchtigkeit in der Luft gefriert. Er zog sich einen Parker an mit einem freshen Visier und wurde zu Captain Cold, dem Mann, der den absoluten Nullpunkt gemeistert hat. Am besten finde ich Captain Cold aber trotzdem in seiner Rolle als Anführer der Schurkengruppe Rogue. Er leitet das Team auf ehrenvolle Weise mit einem scharfen Verstand, was ihn zu einem der besten Anführer in der DC-Welt macht. Dort passt er am besten hin und konnte mit den Jahren mit verschiedenen Teamkonstellationen The Flash das Leben schwer machen. Weiter geht es mit dem schwarzen Blitz Black Flash, dem Tod der Speedstars, der Sensenmann der Speedstars. Er gehört zu den schnellsten Wesen im DC-Universum. Er ist in der Lage, die Zeit für Personen außerhalb der Speedforce einzufrieren oder sogar Personen in die Speedforce zu ziehen. Black Flash ist nicht nur der Tod, sondern auch der dunkle Aspekt, die dunkle Seite der Speedforce, der alles dafür tut, um die Speedforce zu beschützen. Dementsprechend könnte man seine Ausrichtung auch als neutral ansehen, da er aber eine ernste Bedrohung für unsere Speedster-Helden sein kann, ist es für mich persönlich dann doch eher als ein Schurke einzustufen. Seinen ersten Auftritt hatte er in der Ära Wally West mitten im Mark Waid Run, übernahm kurzzeitig Mark Miller und Grant Morrison und in dieser Zeit erschien Black Flash in den Ausgaben 138 bis 141 und die Story ist vor kurzem auch bei Panini erschienen, falls jemand mal etwas von Black Flash auf Deutsch lesen möchte. Wir sind in meiner Top 3 angekommen und auf Platz 3 hat es ein relativ neuer Charakter geschafft. Die Rede ist von Godspeed, bürgerlich August Hart. Anfangs schien er ein recht guter Mann zu sein. Er war ein Detective, Kollege und Freund von Barry Allen. Während die Black Hole-Organisation Starlabs angriff, wurde August vom Blitz getroffen. Wurde aber nicht bewusstlos, sondern bekam direkt seine Kräfte und konnte sie sofort einsetzen, um die Black Hole-Agenten aufzuhalten. Barry trainierte August, damit er seine Kräfte besser kontrolliert kann, aber er wurde durch den Durst nach Rache immer mehr korrumpiert. Er wollte um jeden Preis
die Mörder seines Bruders zur Strecke bringen, bis er dann schließlich auch zu Godspeed geworden ist. Ich fand seinen Einstieg auch mega gut geschrieben. Durch einen kleinen Plot-Twist konnte er Barry und die anderen eine Zeit lang täuschen, bis dann ans Licht gekommen ist, dass er die Fähigkeit besitzt, Geschwindigkeit zu absorbieren und dadurch ein Double von sich herstellen kann, was dann auch erklärte, wieso er teilweise an zwei Orten gleichzeitig agierte. Godspeed will seine Kräfte nutzen, um Richter, Jury und Henker in einem zu sein. Ich finde, Godspeed gehört allein schon von der Optik zu den besten DC-Schurken. Er hat einen coolen Background, er ist ein interessanter Charakter mit starken Kräften und Fähigkeiten. Godspeed, ein Charakter mit enormem Potenzial, deswegen trotz der Tatsache, dass er noch nicht so viele Geschichten hatte, verdient er sich einen Platz in meiner Top 3. Auf Platz 2 schaffte es Hunter, Salomon oder auch Zoom. Er ist der Erzfeind von Wally West und gehört zu den besten und verrücktesten Schurken. Von vielen Fans wird er auch als Reverse Flash bezeichnet, aber der Reverse Flash der Ära Wally West. Sein Vater war ein Serienmörder, der kleine Mädchen und Hunters Mutter auf dem Gewissen hatte. Ein Grund, weswegen Hunter besessen davon war, den kriminellen Geist zu verstehen. Deshalb studierte er auch Psychologie und Kriminologie. Er arbeitete als Profiler für die FBI und später auch in Keystone City, wo er mit Wally West einige Fälle gemeinsam lösen konnte und tatsächlich wurden sie auch Freunde. Nach einem Angriff von Gorilla Grodd wird er schwer verletzt und von der Hüfte abwärts gelähmt. Er flehte Wally an, die zeitreisende kosmische Tretmühle zu benutzen, um seine Lähmung wieder rückgängig zu machen. Wally lehnte jedoch ab, weil es zu gefährlich sein könnte. Hunter brach selbst ins Flash-Museum ein, allerdings explodierte die Tretmühle und zerstörte das Flash-Museum. Hunter überlebte und die Explosion hat Hunters Verbindung zur Zeit aus dem Gleichgewicht gebracht. Mit dieser neuen Fähigkeit war er in der Lage, die Zeit relativ zu sich selbst zu verlangsamen, sie sogar vollständig zu stoppen, sich jedoch normal durch sie hindurch zu bewegen, wodurch der Eindruck einer enormen Supergeschwindigkeit entsteht. Sein Ziel war, eine große Tragödie in Wallys Leben zu verursachen, um Flash so zu einem besseren Helden zu machen, unter anderem war er für die Fehlgeburt seiner Zwillinge verantwortlich. Er ist einer der wenigen, die Wally West mental und körperlich gebrochen haben. Zoom gehört einfach in meine Top 3 und durch die grandios geschriebene Story von Joshua Williamson mit vielen Plot-Twists wurde das Ganze auch für mich persönlich nochmal bestätigt. Platz 1 ist the one and only Reverse Flash Eobard Thawne. Er ist das Resultat von einem Flash-Fan aus dem 25. Jahrhundert, der Barry Allen besessen war. Er vergötterte ihn und als Wissenschaftler schaffte er es auch, den Unfall, der ihm seine Kräfte verlieh, zu wiederholen. Er wurde jedoch verrückt, als er erfuhr, dass er dazu bestimmt war, der größte Feind Flashs zu werden. Seine Fanliebe wurde immer mehr zu Besessenheit, Eifersucht und Hass. Am liebsten würde er selbst zu Barry Allen werden, zu The Flash werden. Er ist für viel Leid und Schmerz in Barrys Leben verantwortlich. Er brachte ihn bereits öfters mental und körperlich an den Rand des Wahnsinns, zum Beispiel in The Death of Iris West. Auf einer Kostümparty nutzte er die Chance, um Iris West zu töten und den Mord einem anderen in die Schuhe zu schieben, nämlich dem verrückten Clive Yorkin. Aber Barry konnte sich wieder aufraffen und sich sogar neu verlieben in Fiona Webb. Am Tag der Hochzeit tauchte aber wieder Eobard Thawne auf. Aus Angst, dass sich die Ereignisse wiederholen könnten, brach Barry Eobard das Genick. Aber er kam mit den Jahren immer wieder zurück, teuflischer und stärker. Im Mark Waid Run unterzog er sich sogar verschiedenen Schönheits-OPs, um so auszusehen wie Barry Allen und kurzzeitig konnte er Wally West und die Flash Family auch täuschen. Abgesehen davon kam er eindrucksvoll in Flash Rebirth zurück und führte die Negative Speed Force ein und kurze Zeit später war er für eines der größten und wichtigsten DC-Events verantwortlich, dem Flashpoint. Er ist einfach der Flash-Schurke. Geschlechtin. Er kommt meistens, wenn am wenigsten mit ihm rechnet. Ein Charakter, mit dem man sehr viel machen kann. Reverse Flash, ein genialer Schurke. Natürlich gibt es noch sehr viele andere sehr coole, interessante Schurken, aber am Ende des Tages musste ich mich für meine Top 10 entscheiden. Was mich noch interessieren würde, wie eure Top 10 aussehen würde. Jeder hat natürlich einen individuellen Geschmack. Ist immer sehr cool zu sehen, was eure Lieblingsschurken, Lieblingscharaktere sind. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es war trotz einem Top 10 Video interessant und lehrreich für den einen oder anderen. Wenn ihr euch für Flash interessiert, schaut gerne in meine Flash-Playlist rein. Dort
wurden sämtliche Flash-Charaktere, Speedforce und so weiter detailliert durchleuchtet. Lasst gerne ein Like und ein kostenloses Abo da, wenn ihr auch in Zukunft keine Comic-Videos mehr verpassen wollt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, eure Nerdcobra.